Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Alena und ich freue mich total, heute mit euch hier zu sein und eine kleine gemeinsame Yoga-Pause zu nehmen. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses Gefühl von einem perfekt verlaufenden Tag, den man am liebsten so wie er ist konservieren möchte, weil das Gefühl einfach so toll ist. Man fühlt sich dankbar für was man erlebt hat. Man ist angekommen im wirklich obersten State of Mind. Aber leider kann man dieses Gefühl nicht konservieren und es geht irgendwie doch immer viel zu schnell flöten. Darum habe ich ein kleines Yoga-Programm mit euch auf die Beine gestellt, um dieses Gefühl wenigstens ein bisschen länger anhalten zu können. Wir beginnen mit einer Atemübung, die das Herz-Kreislauf-System stärkt, dadurch, dass wir kleine Atempausen einlegen, und sie stärkt auch die Lungenfunktion. Wir fangen einfach mal an. Wir schließen unser rechtes Nasenloch mit dem Daumen, atmen links ein, schließen dann auch das linke Nasenloch und halten den Atem für 8 Sekunden. Niemand muss es aber übers Ziel hinausschießen. Wenn es nur 6 sind, dann sind es nur 6 oder 5. Gar kein Problem, Yoga ist nie ein Wettbewerb. Halten also beide Nasenlöcher geschlossen. Den Atem geschlossen halten und dann zum rechten Nasenloch wieder aus und zum rechten auch wieder ein. Verschließen auch das rechte Nasenloch und atmen links wieder aus. Das Ganze wiederholen wir 5 Mal, bis ich euch eben wieder zurückhole. Also lasst es uns einfach gemeinsam probieren. Wir atmen links ein. Zählen innerlich auf 8. Und atmen rechts aus. Das machen wir jetzt mal in der kommenden Minute ganz in Ruhe für uns. So, ich hoffe, ihr habt das alle genossen und wenn ihr dann soweit seid, stellt euch schon mal auf Bewegung ein. Wir machen das einfach mal ganz locker, ganz entspannt miteinander und lernen gemeinsam Yoga. Wir stellen uns auf unsere Matte, normalerweise ans Ende unserer Matte, aber damit ihr mich besser seht, bleibe ich in der Mitte stehen. Strecken uns nach oben und kommen mit unseren Händen ins Namaste. Wir strecken uns nochmal nach oben und kommen so nah es geht an unsere Matte. Wir dürfen auch ein bisschen unsere Beine beugen. Yoga ist kein Wettkampf. Übertreibt es nicht, was eure Kniebeugen betrifft. Ich beuge meine auch ein kleines bisschen. Und dann kommen wir ins Brett. Dann gehen wir in die 8-Punkte-Stellung. Dafür berühren wir mit unseren Knien die Matte, mit unserer Brust, mit unseren Füßen und letztendlich mit unserem Bauch. Und achten darauf, dass wir hier nicht überstrecken, sonst wird es unangenehm, sondern wir gucken mit unseren Augen aufs Ende unserer Yogamatte. Dann stellt sich hier eine richtig schöne Entspannung für den unteren Rückenbereich dar. Und aus der Cobra, wenn wir die voll ausgekostet haben, gehen wir in den herabschauenden Hund. Auch hier sollte sich in eurem mittleren und unteren Rücken ein richtig gutes, schönes, entspannendes Gefühl einstellen. Wenn nicht, beugt ein bisschen eure Beine und geht noch ein bisschen tiefer rein. Daraufhin nehmen wir unser rechtes Bein, atmen tief ein und genießen diese Haltung. Und nach einem großen Schritt, soweit wir können, nach vorne. Kommen wir nach vorne, legen uns erstmal, soweit es geht, auf unser Bein und strecken uns nach oben. Wir kommen zurück ins Brett, gehen wieder in die Cobra mit unseren Knien, der Brust, den Beinen, dem Bauch, dem Kinn. Und achten wieder auf die richtige Augenhöhe. Nicht so, sondern so.
gehen wieder in den herabschauenden Hund. Wir strecken unser rechtes Bein und machen einen riesengroßen Schritt nach vorne. Legen uns auf unserem Bein für einen Moment ab. Atmen tief ein und kommen nach oben. Schön atmen. Wir kommen mit unseren Händen wieder auf die Matte, strecken unser Bein und heben unseren rechten Arm und atmen. Kommen zurück zur Matte, gehen wieder ins Brett zurück, gehen zurück in die Cobra. Ich liebe dieses Gefühl im Rücken. Ich habe so viele Probleme mit dem Ischias und mit dem ISG. Die Übung tut richtig gut. Und wenn wir die voll ausgekotzt haben, gehen wir in den herabschauenden Hund. Wie gesagt, beugt gerne eure Knie ein bisschen. Wir strecken unser linkes Bein, machen einen großen Schritt nach vorne, legen unseren Fuß ab, Hände nach oben und atmen. Sollte sich richtig gut anfühlen hier oben im Schenkel und generell im kompletten Rücken. Komm zurück auf unsere Matte, strecken unser Bein und heben den linken Arm. Und wichtig, auch mit dem Blick immer folgen und atmen. Gehen noch einmal ins Brett. Zum Abschluss gehen wir in die Stellung des Kindes. Dafür lockern wir alles, was wir haben und legen uns ganz entspannt auf unsere Matte. Konzentrieren uns auf unsere Atmung. Und wenn wir den Moment voll ausgekostet haben, dann nehmen wir nochmal eine gemütliche Haltung ein und machen eine kleine Abschlussmeditation. Und zwar eine Meditation, die im Namen der Dankbarkeit steht heute, weil es so schön zu unserem positiven Motto passt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe einen ganz wundervollen Tag gehabt, sowieso gerade einen ganz lucky run in meinem Leben und mir geht es wirklich gut. Und um diesen ganzen Gefühlsausdruck doch nochmal ein bisschen zu verlängern, gehen wir am Ende in eine Meditation, in der wir uns voll und ganz konzentrieren auf die Dinge, die gut für uns laufen. Über die Kleinigkeiten, über die wir dankbar sind, über die Beziehungen, die uns glücklich machen, konzentrieren wir uns ganz bewusst wirklich nur auf die schönen und die positiven Dinge und die kleinen, unrelevanten Dinge, die rücken direkt in die Ferne. Es ist wirklich, es macht Spaß und ihr werdet sehen, es lohnt sich. Wir beginnen einfach mal, konzentrieren uns auf unsere Atmung. Nehmen eine entspannte Pose ein. Atmen tief ein und tief aus. Ich persönlich mag dabei auch immer ganz gerne schöne Musik im Hintergrund. Ist sowieso etwas, was mich sofort in eine ganz positive Sphäre versetzt. Klassische Musik für mich persönlich bewirkt immer Wunder, wenn meine Welt mal ein bisschen zu bunt wird. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr alle direkt ein bisschen lockerer, glücklicher und zufriedener und entspannter geworden seid und freue mich, euch ganz bald wiederzusehen bei unserer nächsten kleinen Yoga-Pause. In dem Sinne, Namaste und bis bald.